Willkommen zurück zu einer neuen, absolut kinderfreundlichen Folge Resident Evil 2, das Remake. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die ganzen kleinen Mädchen, die das letzte Video bewertet haben. Ja, ihr kleinen Mädels, wir machen weiter. Wir sind Sherry, die süße kleine Sherry, im Fake-Weißen Haus. Und was genau hier abgeht, wir wissen es nicht so genau. Wir wissen nur, der Polizeichef war auch der Direktor des Weißen Haus. Habe ich da gerade irgendwas rascheln gehört? Mr. Raccoon! Warum sind hier so viele Sachen? Ich meine, das ist alles irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig, oder? Oh, guck mal hier drüben, die Spaßhöhle. Die Spaßhöhle. Kann man hier irgendwas Spannendes machen? Man kann die Tür öffnen. Oh, da drüben, Mr. Raccoon. Den man vielleicht irgendwann noch wegballern kann. Was raschelt hier denn so? Ein böser Clown. Ein ganz, ganz böser Clown. Okay, hier drüben können wir nicht hin. Nee. Also, wir haben einmal hier die Spaßhöhle und wir haben einmal hier noch eine Tür. Und die Tür ist zu. Tja, dann müssen wir wohl ab durch die Spaßhöhle. Ich hoffe, der Rektor hier, der findet uns nicht. Wäre schade um die kleine Sherry. Das sieht aus wie eine Kirche, oder? So ein bisschen was Kirchenartiges. Ich meine, ein Herrenhaus ist ja nicht so geschnitten. Wäre sehr ungewöhnlich. Das muss die Tür hier raus sein. Ja, du musst dich doch hier auskennen, oder? Oder bist du schon seither hier eingesperrt? Oh, Mr. Krokodil. Den haben wir schon getötet. Unten im Gully. Aber wir können doch nicht einfach durch die Tür spazieren. Das wäre ein bisschen zu leicht. Toms Tagebuch. Wer zum Geier ist Tom? 5. Februar. Also einen Tag, bevor ihr Tagebuch losging. Vor 2 Monaten habe ich Oliver einen Brief geschrieben. Immer noch keine Antwort. Nichts. Aber so ist das immer, wenn einer adoptiert wird. Er lebt bestimmt wie ein König in einem prächtigen Haus und hat uns vergessen. Ich dachte immer, Oliver wäre anders und würde mein Freund sein. Da lag ich wohl falsch. 8. Februar. Anne hat heute den Kleinen eine Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, dass alle Kinder, die adoptiert werden, von den schwarzen Männern gefressen werden. Deshalb hört man nichts mehr von ihnen. Ich weiß zwar nicht, woher sie ihre Idee hat, aber sie wäre bestimmt eine gute Autorin von Horror-Schundromanen. Ein Kind schreibt wirklich Horror-Schundromane? 13. Februar. Hier stimmt was nicht, und zwar nicht nur Annes Geschichten. Versteh mich nicht falsch. Ich war schon an schlimmeren Orten und wir werden zwar von einem großen Pharmakonzern gesponsert, aber warum dürfen wir niemanden anrufen und nicht raus? Warum sind hier so viele Ärzte und was sind das für Spritzen jeden Tag? Ist fast wie 14. Februar. Ich werde adoptiert. Ja, ich, ja, die meisten Leute nehmen kleinere Kinder und ich dachte immer, ich wäre zu alt, aber ich freue mich schon. Ach was, ich bin total aus dem Häuschen. Am 20. reise ich hier ab. Ich werde alles tun, um ein guter Sohn zu sein, auf den meine neuen Eltern stolz sein können. 19. Februar, einen Tag vor der Abreise. Oliver ist heute mitten in der Nacht aufgetaucht. Er war total fertig und schrie um Hilfe. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Sein Gesichtshaut blätterte ab. Die Lehrer und Ärzte kümmerten sich jetzt um ihn. Sie sagen, es sei nur eine Hautkrankheit und er würde bald wieder gesund. Dann können wir wieder zusammen Abenteuer erleben. Okay, die haben Experimente an Kindern gemacht. Holy shit. Und hier drüben ist ein super unheimlicher Clown. Alles klar, wir benötigen einen Schlüssel, wie es scheint, denn die Tür ist verschlossen, Mist, aber... Ich brauche einen Schlüssel. Genau, kleine Sherry, das Inventar öffnet sich. Aber sie hat ja gesagt, sie sucht ihre Mutter. Sie hat gesagt, sie sucht ihre Mutter, also ist sie doch gar kein Waisenkind, oder? Oh, komisch. Oh nein, das ist The Evil Within Melodien. Musik. Klassisch. Oh nein,
Er ist das. Das hat übelst was von The Evil Within, oder? Der Killer hört klassische Musik und präpariert seine Opfer. Und nur einer kann ihn stoppen. Die kleine Sherry. Oh, das ist eine Schreibmaschine. Man kann hier speichern, oder wie? Punkt, 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 Tagebuch. Vielleicht Anns Tagebuch. Wenn du das liest, ruf die Polizei. Hier sind schwarze Männer, die alle auffressen. Viele schwarze Männer. Ach, das ist ein YouTube-Kommentar. So schreiben wir doch auch immer auf YouTube, oder? Hilfe, sie kommen. Hilfe, Mami. Ja, das war ein YouTube-Kommentar. Das Spiel denkt wirklich an alles. Okay, wir speichern mal. Steht hier jetzt, Sherry? Sherry Baby? Nö. Viermal haben wir gespeichert. Pff, viel zu viel. Oh mein Gott! Der Freak sammelt Leichen! Oh fuck! Der Freak sammelt wirklich Leichen! Und er will wahrscheinlich mich als Trophäe. Wo willst du hin, Sherry? Du solltest doch da bleiben. Du musst lernen, zuzuhören. Lassen Sie mich! Nur bitte! Muss dir Manieren beibringen. Du kleines Mistkind! Dafür wirst du bezahlen! Ah, du kleine Kröte! Alter, er ist für immer entstellt. Der nimmt es aber ziemlich, ja. Das wirst du noch bereuen, verdammt. Eigentlich relativ gelassen, oder? Hilfe, was hat sie dem da gerade ins Gesicht geschleudert? Irgendeine Säure. Du dummes Miststück, das ist eine Sackgasse. Muss mich verstecken, muss mich verstecken, muss mich verstecken. Ja, aber wo, aber wo, aber wo, aber wo, aber wo, wo, wo? Ich verstecke mich hier. Okay, ich brauche den fucking Schlüssel. Mann, erst Mr. T und jetzt Mr. Speck. Ah, fuck. Das war's jetzt aber. Die Tür ist zu. Ja, weiter geht's ja eh nicht. Da hinten bin ich ja... Ja, da bin ich ja über diese Kommode reingekommen. Wo bist du? Zeig dich! Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Aber wo ist nur Claire, wenn man sie braucht? Okay, wie trickst ich den aus? Hat den Schlüssel irgendwo hängen? Kann ich ihn irgendwie... Kann ich ihn irgendwie bestehlen? Ich bin hier in der Sackgasse, ne? Also meine Optionen sind limitiert. Verdammt nochmal! Ja, super! Ja, ich... Toll! Das Spiel ist aus, Sherry! Alter, dem sein Gesicht! Sie sind in der Falle. Ja, toll! Okay, ich muss wahrscheinlich irgendwie an seine Schlüssel ran. Ich darf hier nicht in die Sackgasse gehen. Wenn der da zusammenbricht, muss ich mal gucken. Entweder ich kann hinten durch. Wir werden es rausfinden. Okay, wieder an derselben Stelle. Diesmal müssen wir nur anders gehen. Das war's jetzt aber. Die Tür ist zu. Alles klar, mal sehen. Wo bist du? Zeig dich! Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Wir gehen jetzt einfach hier so rum. Nee, der hat keinen Schlüssel oder sowas. Ich glaube nicht, dass man dem irgendwie was klauen kann. Oh Gott, oh Gott.
So, er kommt zurück. Das kleine Miststück muss hier irgendwo sein. Ja, wo bin ich? Du blöder, fetter Idiot. Kann ich mich im Kühlschrank verstecken? Moment, wo geht er denn jetzt hin? Er geht den Weg wieder zurück, oder? Ja, aber die Tür ist ja zu. Hier kann ich auch nirgendwo durch. Scheißdreck. Nicht mehr. Nicht mehr. Bitte. Komm schon, beeil dich, Kleines. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Verdammt. Zeig dich. Sofort. Okay, wir bleiben hier in der Ecke. Scheiße. Oh, shit. Alter. Kleines. Nimm den Schlüssel und hau hier ab. Kann man hier durch? Nee. Scheiße, wo ist mein Schlüssel? Ich seh dich. Haha. Du fetter Arsch, du. Komm schon, Kleine. Eigentlich müsste sie die Tür zumachen, abschließen. Bam. Problem gelöst. Schneller, schneller. Ich bin schon so schnell wie möglich. Und funktioniert der Schlüssel hier auch? Das ist ungewöhnlich, aber na gut. Was? Geht nicht auf? Ah, Kacke. Ach komm, echt jetzt? Was ist das für ein Schlüssel? Der geht ja in jede Tür rein. Schließ ab, schließ ab. Ich komme rein, Sherry. Oh, Shining. Komm hierher, kleines Miststück. Fucking Shining. What the fuck? Alter, was läuft hier für eine kranke Scheiße? Damit habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. Okay, das war William, der anscheinend noch irgendwie bei Verstand ist. 30 Minuten zuvor. Naja, ich war jetzt hier keine 30 Minuten unterwegs. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wovon reden Sie da? Verplemper nicht meine Zeit. Bring mir den Anhänger oder Sherry ist tot. Den Anhänger. Was wollen Sie damit? Willst du sie tot sehen? Na schön. Wo sind sie? Das Waisenhaus. Das Waisenhaus? Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Sherry okay? Vorerst. Ich schwöre sie, Miss Kell, wenn sie ihr wehtun. Ist das dein Ernst? Verdammt! Aber irgendwie immer ein gekonnter Blick auf die Boobs. Immer ein gekonnter Blick auf die Boobs. Das können sie eben, die Japaner. Das haben sie drauf. Okay, geht es Sherry gut? Ich meine, William Mutantenmann Birkin ist im Raum. Und der D-Rex hat irgendeinen merkwürdigen Uruburus-Parasiten in den Rachen bekommen. So, warte mal. Wo geht's denn hier lang? Ich glaube, ich muss jetzt das Ding hier nehmen, oder? Aufzug. Ich muss irgendwie wieder runter in die Tiefgarage. Und da müssen wir dann die Garagentür öffnen. Ob wir auch am Waffenladen vorbeikommen? So, hier waren wir überall.
Hier sind wir überall durch. Was sagt das Inventar? Kann man hier... Nee. Zombies in the hood. Irgendwo Zombies? Nein? Gut. Du schon wieder. Och nö, Alter! Hey, hey, hey! Keine Dummheiten, ja, Mr. T? Der gönnt mir aber auch echt keine Pause. Guck mal, hier drüben ist noch ein Kraut. Oh! Oh, 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 oh. Oh, da wollte er mich packen. Er wollte mich anfassen, meine zarte Haut. Meine zarte, sensible Claire Redfield Haut. Wer zum Geier ist denn das? Ist das ein Mensch oder ist das ein Zombie? Anscheinend beides. Burn, Zombie. Burn! Ah, fuck it! Ich wollte schön an der Seite entlang. Aber ich habe keinen Schaden genommen. Plan ging auf. Das war alles so geplant. Ich wollte das so. Geht wohl nur hier weiter. Mr. T? Ich glaube, ich bin Mr. T los. Ob ich mein Messer wiederholen kann? Lohnt es sich, mein Messer zu holen? Sind die Zombies verbrannt oder sind die zu nass? Ah, die sind zu nass, ha? Huh? Wer hat mein Messer? Du, Weißkittel! Na, verdammt! Aber der andere fällt bestimmt nicht um, oder? Der sieht noch relativ stabil aus. Nein, der ist ziemlich motiviert. So, ich nehme mir mal ganz schnell hier mein Messer. Dankeschön. Das ist ja noch gut. Das ist ja noch gut. Oh, richtig gutes Messer. Qualitätsmesser. Das behalte ich. Oh, jetzt aber schnell ins Waisenhaus. Umbrella für eine bessere Zukunft. Ja, ja, Umbrella. Du bist so ein toller Konzern. Ah, scheiße. 4 Schuss. Lady. Können Zombies Treppen steigen? Ja, können sie. Hey, 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 jetzt aber mal nicht übertreiben, ja? Ach, fuck, Hunde. Hunde können doch extrem gut klettern, oder? Oh, Kacke! Hätte ich das gewusst. Hätte ich meine Uzi-Wusi mitgenommen. Okay, wo bin ich hier? Muss hier drüben hin. Hier geht's durch. Komm schon. Mach die Tür zu. Verschwende keine Munition. Ich hab meine Waffe nicht dabei. Ich musste Inventarplatz sparen. Ich dachte, hier wäre noch ein bisschen was. Kombinieren wir das Ganze mal. Ich bin die Frau mit den zwei Messern. Ja, scheiße. Du kletterst und ich renne. Ah, nein, Hund. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Kleiner Hund. Kraut. Oh, der Bus, der Bus, der Bus. Wow. Oh, eine Granate. Burn. Mr. Raccoon. Ich hoffe, das hat sich gelohnt, Mr. Raccoon. Und renn. Das muss das Waisenhaus sein. Renn, 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 renn. Komm, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Und zu der Laden, bitte absolut zu.
Ich hoffe, ich komme irgendwie noch an meine Waffen ran. Also, das wäre mies. Sherry, Terry, Benary, Barry. Ich muss an meine Waffen kommen. Ich habe eine Granate, bisschen Brandmunition und Ende. Moment, jetzt ist es offen. Alright. Ich guck erstmal, ob ich oben irgendwas machen kann. Ich habe den Anhänger. Sherry? Warum ist hier alles offen und kann man Mr. Raccoon hier erledigen? Er hat nicht gewackelt. Man konnte ihn trotzdem zerstören. Mr. Raccoon! Oh, so viel Heilung. Brief vom Direktor. Den fraglichen Vorfall betreffend freue ich mich, berichten zu können, dass alles erledigt wurde. Am 19. Februar brach Proband 628 aus dem Labor aus und in unsere Einrichtung ein. 628 zählt zum Bewerberpool der Einrichtung und drang dort wohl auf der Suche nach Hilfe ein. Wahrscheinlich der Junge, der mit der Hautkrankheit. 628 wurde von unserem Personal schnell festgenommen. Da an 628 einer der klinischen Versuche vorgenommen wurde, bestand die Möglichkeit, dass er sich mit dem Virus infiziert hatte. Wir haben darum zur Vorsicht sämtliche Probanden entsorgt. Diese wurden von unserer Sicherheitspersonal rasch erledigt, dem ich dafür herzlich danken möchte. Unseren Nachbarn haben wir erzählt, dass wir sämtliche Kinder aufgrund des baufälligen Zustands des Gebäudes zur Sicherheit vorübergehend in ein anderes Waisenhaus umquartiert hätten. Aha. Oh, so viel Munition. Oh, fuck. Eine Gruppendusche für Kinder? Ah, ich weiß ja nicht. Irgendwie merkwürdig, oder? Eure Meinung? Waisenhaus Gruppenduschen? Naja. Okay. Proband 628 war also der Junge, der hier wieder zurückgekommen ist und dachte, das Waisenhaus würde ihm Hilfe gewährleisten. Aber, falsch gedacht, die Schweine stecken hier alle unter einer Decke. Okay, hier vorne ist eine Schreibmaschine, aber ich habe keine Waffe. Ah, das ist ja mies. Deine Schuld. Zu trödelig. Was passiert? Oh Gott. Verdammt, William. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Wo ist es hin? Das war ein fucking Xenomorph. What the hell? Alter. Okay, da ist Blut. Also eine echte Leiche. Sherry? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Verdammt, William. Oh, kacke. Jetzt geht Resident Evil 7 los. Sherry? Sherry, wo bist du? Do you remember? I remember. Claire! Sherry, ich bin gleich da. Hi. What the hell? Kleines. Los, los, los! Renn. Renn. Schneller, renn. Claire, ja. Er ist hinter dir. Nicht anhalten. Ich zuerst. Nimm das Mädchen, aber nicht mich. Ich muss die Kleine ihm einfach in den Rachen schmeißen. Friss die Kleine, aber nicht mich. Sherry, komm schon. Thank you.
Toller Dad. Echt. Claire, geht es dir gut? Hörst du mich? Claire? Claire, du musst aufstehen. Er wird uns kriegen. Wach auf! Wach auf! Wach auf. Wach auf. Öffne die Augen. Halt still. Nicht infiziert. Was zur... Sherry? Wo ist Sherry? Sherry. Sherry geht's gut. Sie kennen Sherry? War ein beeindruckender Kraftakt. Was ist mit ihr? Wir müssen die Lage einschätzen. Wer sind Sie? Ich bin Claire. War nicht vorherzusehen. Sagen Sie mir, wo ist sie? Hallo? Was? Oh, Annette. Sag mir, was ist mit William? Ich weiß nicht. Wer ist das? Die Kreatur, die das hier verursacht hat. Was? Helfen Sie mir, Sherry zu finden? Scheint sich viel schneller zu entwickeln als erwartet. Wo gehen Sie hin? Hör zu. Für Fragespielchen habe ich keine Zeit. Alles ist unter Kontrolle. Ich muss Sherry finden. Meine Tochter geht dich nichts an. Klare Ansage. Sherry ist Ihre Tochter? Ob man das so glauben kann? Okay. Oh. Gut. Sehr, sehr gut. Und hier ist Ende. Yo. Ich nehme mir mal eine andere Waffe. Obwohl, ich finde nie Munition dafür. Anscheinend muss ich das wirklich selbst herstellen. 26 Schuss hat das Baby. Nicht schlecht. Ja gut. Wir können auch mal den hier machen. Ist alles ein bisschen sortiert. Ich habe jede Menge Schießpulver. Ja, also... auch Heilkram und so. Bumm. Leider, meine Freunde. Ich hau auch mal noch ein Messer da rein. Ah, Heilung habe ich auch super viel. Leider finde ich halt dafür nie Munition, was echt ärgerlich ist. So, 181 dafür. Dann nehmen wir die mal noch mit. Das Inventar ist jetzt relativ groß. So, noch ein bisschen Ordnung reinbringen. Perfekt. Alles klar. Jo, jetzt haben wir die Waffe hier, die ja ganz gut ist. Bericht über G. Die klinische Erprobung des G-Virus wird bald ihre letzte Phase erreichen. Vor der Geburt von G, dem neuen Wesen, das die Menschheit überflügeln wird, möchte ich einige Dinge über dessen Biologie und biologischen Funktionen prognostizieren. Intelligenz. Die Intelligenz des Probanden wird sofort sinken und innerhalb weniger Tage verliert er sein Sprachvermögen. Schließlich büßt er auch noch sein Bewusstsein und seine Menschlichkeit ein. G wird nur von Instinkten sowie Überlebens- und Fortpflanzungstrieb getrieben werden. Körperliche Fähigkeiten. Aufgrund seiner beschleunigten Zellteilung und Evolution kann es sich an jede Umgebung anpassen. Außerdem besitzt er die fantastische Gabe der Regeneration und kann mit herkömmlichen Mitteln kaum getötet werden. Reproduktionsverhalten. G's bemerkenswerte Eigenschaft wird sein intensiver Fortpflanzungsdrang sein. Also er steht auf Sex. Er wird instinktiv Menschen mit passender DNS suchen und ihnen einen Embryo einpflanzen. Die Erfolgschancen sind allerdings relativ gering und wenn die DNS nicht sehr genau übereinstimmt, entsteht ein unterentwickeltes G-Wesen. Vermutlich sind nur leibliche Kinder des Probanden geeignet. Ah, deswegen die kleine Sherry.
Deswegen ist die so mucho importante. What? SLS 60? Wo bekomme ich denn die passende Waffe dazu? Und weg. Hau ich mal hier drüben rein. Damit das Inventar gar nicht erst so super vollgemüllt ist. Oh, ja, und die Folge ist auch schon wieder vorbei. Bevor wir hier nach unten gehen, würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da für den alten G-Virus-Mann Keystraw. Bis zum nächsten Mal und tschüss.